Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen bei GameTainment, Alcalito, Emily und Gu, Gu, Gu. Heute zum Vatertagsstream. Runde Stardew Valley. Wo? Alles klar. So, wir nehmen mal den bestehenden Hof, den wir noch am Start haben, also den GameTainment Hof, und gucken uns jetzt hier mal um. Mitten im Winter. Erstmal der Hühnchen gucken. Oh. Die Eier einsammeln hier. Bam, bam, bam. Müssen wir neues Heu auslegen. Wir können ja jetzt nicht nach draußen im Winter. Ne? Gibt's nix. So, jetzt kann man natürlich im Winter nicht so viel machen. Alle Werkzeuge haben wir auch schon. Machen wir das Mikro noch ein bisschen mehr zu dir, dann kann man dich auch besser hören. Jo, jo, jo. Alles klar, so, dann könnte man in diese lustige kleine Mine gehen, ein bisschen kämpfen, ne? Lauren. Oh, ein Buch gefunden. Du hast ein verlorenes Buch gefunden. Die Sammlung der Bibliothek wurde erweitert. Essen. Oh, nee. Da. Lizard, hi. Wunderschönen. Du kannst euch auch Hallo sagen. Da hat jemand Hallo geschrieben. Hallo. So, fahren wir mal in die Mine, ne? Gehen wir da mal gucken, was. So. Hier vielleicht auf die 80. 80. Kämpfen gehen. Haar da unten rechts. Siehst du das Haar? Leben hat. Ja. Und da unten. Deine Haar. Noch eine Fledermaus irgendwo. Buttergrund Fabian, moin moin. Kind ist in Trance. Guck mal, da ist noch jemand, hat moin gesagt. Moin. Hat das gesagt? Naja, einfach nur eine blöde Truppe. Geh mal hier weiter gucken. Alle Steine kaputt machen, auch die großen, so bam bam bam. Noch eine Schatztruhe. Und ist so. Messerkiste. Ja, nehmen wir mit. Habe ich die. Oh, warte, ich habe die Einstellung gar nicht so gut. So, jetzt ist besser. Da war so ein goldener Stein. Ja, das war Golderz. Da können wir Goldbahn draus machen. Wollen wir nicht. Doch klar. Ja, erstmal die Bösen hier verhauen. Monster. Oh, du hast Gogogo noch gar nicht gezeigt, ne? Muss mal hochheben, dass man den in der Kamera sieht. Ein bisschen zu mir. Da, jetzt kann man ihn sehen, ne? Der Gogogo ist natürlich immer mit am Start. Kein Ausflug ohne Gogogo, das Erdmännchen. Das Erdmännchen-Mädchen. Oh. Jetzt gehen wir hier mal noch so ein bisschen runter. Gucken. Nächste Monster. Oh, da kommt wieder so ein komischer Blob. Habe mich schon gefragt, wer das ist. Ja, genau deswegen
Muss ich sie noch mal zeigen. Gugugu ist immer dabei. Ich habe mein Smartphone immer dabei. Da sind noch lilane Dinge. Oh. Das Kind hat immer Gugugu dabei. Oh, guck mal, Gold. Ist das Gold? Ja, da können wir gleich Gold draus machen. Zeige ich dir gleich. Ich Lava Katana am Start. Das ist ein böser schwarzer Mann hier. Bam, bam. Da. Ja, diese lila Dinger. Jetzt müssen wir die Steine wieder kaputt machen und suchen die Leiter, um weiter runter zu kommen. Gleich unter der Schatztruhe. Gucken wir jetzt mal. Nein. Mhm. Unter dem großen. Ja. Ah! Okay. Ja. Gehen wir einfach mal weiter, ne? Mhm. Da sind auch noch lila Dinger. Irgendwie so Gras oder so. Können wir das Goldene nehmen? Ja, das ist nur ein Stab. Oh, da war Golderz. Bam. Komm weiter. Ein bisschen deutlicher sprechen, ne? Dann kann man dich besser hören. Wo können wir weiter runter? Ja, müssen wir jetzt mal suchen. Aber wenn du schön deutlich sprichst, dann kann man dich auch immer gut hören, ne? Okay. Ja, da können wir schon weiter runter. Gehen wir auch einfach mal schnell weiter. Lila! Maßzeug, machen wir ein paar Steine weg. Oh, ein Blub. Und gleich können wir mal am nächsten Gold. Tag an den Strand gehen. Gold wieder. Und wieder so ein Bubbe-Ding. Ja, so ein blubbidi blub. Das ist so ein komisches Maschinending. Ja, der hat so einen Helm auf. Und auch noch eine Fledermaus. Um. Schwarzer Mann. Monster und wieder Gold. So. Hier ist viel los. Hier ist auch wieder ein Blub. Und wo ist jetzt die? Noch suchen. Die ist ja immer und meistens unter einem Stein versteckt. Ja. Immer. Ja, meistens. Ich habe die Mobile 13 kostenlose Classic-Kisten bekommen und nichts Gutes. Wie hast du denn 13 kostenlose Classics bekommen? Da ist die Leiter, guck. Oh, wow. Oh, guck mal, viel Gold. Ja, Goldi. Also Fabian, ich überlege noch. Also ich werde mir auf jeden Fall, glaube ich, gleich Gumbi. Mal Ingame-Währung kaufen. Schwarzer Mann. Da ist die Leiter. Ich überlege, ob ich die denn on-stream öffnen soll, die Kisten. Oder off-stream. Da ist noch so ein lila Kristall. Ein Pilz. Ich habe irgendwas eingelöst auf Google Play. Vielleicht gibt es das ja auch bei dir. Sollen wir den holen? Dafür müsstest du wissen, was, ne? Aha. Ja, den Pilz holen wir uns. Den können wir verkaufen. Irgendwas eingelöst bei Google Play. Also meistens gibt es diese Aktion nicht. Cross. Oh, hier ist Kupfer. Komm. Kupfer mit ihm. Der böse schwarze Mann. Ja. Schwarze Mann. Keine Ahnung. Aber wir können jetzt mal hochgehen, ne? Mal Richtung. Gehen wir mal. Runter. Leiter. Und nehmen wir hier noch ein bisschen mit und dann gehen wir jetzt nach oben einfach, ne? Mhm. Dann mal nach unserem Hof gleich gucken. Verlassen wir die Mine. Guck mal, hier ist auch noch so ein kleiner Zwerg. Dem kann man manchmal irgendwelche Sachen geben.
einkaufen. Wer denn noch? Wir brauchen eigentlich gar nichts. Nicht so wichtig. Da ist ein Zug. Da ist eine kleine, ein Minenfahrzeug, damit können wir aber fahren. Ich nicht. Oh, ist schon zu spät, stimmt, hatte ich vergessen. Fahren wir Denn zur Bushaltestelle? Ja, in der Stadt haben schon alle Geschäfte zu jetzt. Haben da, wo die Würmchen sind? War irgendwas drin. Haust du wärmer? Nee, aber da, wo die Würmchen sind, da kann man immer irgendwas finden. Oh, kann man graben. Können ja jetzt am nächsten Tag mal graben gehen im am Strand. Mal den ganzen Strand umgraben. Muss deinen Kopf ein bisschen zu mir machen, nicht immer rechts. Du kannst ja da gucken. Ist da kein wo Moviepark ist, ist Strand. Nee, bei Moviepark ist kein Strand. Wie kommst du denn jetzt auf Moviepark? Jetzt können wir ja noch alles schön wegräumen. Eine. Ein. Oh, so eine Bombe kann man gleich mal zünden. Das ist gut. Und lustig, da kann man sehr viele Steine auf einmal mit kaputt machen. Gibt es noch eine Bombe? Ja, hier eine. Die behalten wir auch mal kurz. Oh, wir haben viel Gold gesammelt. 49 Gold. Räumen wir mal alles schön weg hier. Das kann man noch verkaufen. Dann machen wir uns die Bombe mal nach hier. Das ist wirklich eine große Bombe. Ja, da ist gerade Winter, deswegen kann man nicht so viel machen in Pflanzen. Jetzt ist der nächste Tag, jetzt ist es gleich wieder hell. Oh, haben wir ein bisschen Geld verdient. Jetzt können wir mal, müssen wir wieder Hühnchen gucken. Genug zu essen bekommen. Und die Eier sammeln, wenn es Eier gibt. Ja, sollten welche da sein. Oh, hier ist Post. Wird uns nicht. Okay, Eier. Jedes Hühnchen mal Hallo sagen, damit da Herzchen kommt. Neues Essen ranlegen. Bam. Jetzt können wir mal zum Strand gehen. Können wir mal alles umgraben. Das ist auch Die lustig. Eier reinlegen. Bam. Werden die nämlich automatisch verkauft, wenn wir die da reinlegen. Dann kriegen wir auch ein Würmchen mit. Auch verkaufen. Jetzt ist hier oben ist hier ein Würmchen. Da gräbt, da findet man immer etwas. Noch ein Würmchen. Und wieder so eine Wurzel, die kann man gut verkaufen, dann gibt es auch Geld. Oh, und jetzt fahren wir in die Stadt mit dem Auto hier. Stadt. Sind wir nämlich direkt mittendrin und können ganz schnell zum Strand gehen. Strand kann man auch angeln. Wir können auch gleich mal eine Runde angeln gehen. Angeln. Da müssen wir gerade auch hier die Spielzeit im Auge behalten. So, bam. So, guck, dann können wir hier nämlich jetzt alles umgraben. Aber erstmal sammeln wir noch alles ein, weil sonst kommt gleich einer und klaut uns die Sachen. Gibt es ja noch mehrere. Ja, hier laufen ja auch noch andere Leute rum. Wohnen ja in dem Dorf zum Beispiel. Ist das Ein ein Buch. Buch? Oh. Ein verlorenes Buch. Oh, Möhren. Das ist eine Schneesüßkartoffel. Sehr lecker. Wie lange streamst du Stardew Valley? Gutes Stündchen plus vielleicht ein bisschen Wieso mehr. müssen wir hier alles
Haben. Da kann man so schöne Möhrchen finden. Möhrchen hatten wir gerade. Und heute Abend geht es ja dann ganz normal weiter und ich habe richtig Bock auf PUBG Mobile. Ich überlege halt noch tatsächlich, also ich habe Möhrchen. eben entschieden, ich werde mir mal so ein Paket Kohle kaufen für PUBG Mobile und dann möchte ich Kisten aufmachen, weil ich diesen Skin haben möchte. Ich überlege halt noch, ob ich das on-stream machen soll. Mich gefährlich, wenn ich dann nicht kriege, was ich möchte. Andererseits ist es, glaube ich, lustiger on-stream, ne? Und diese Dinger kann man alle verkaufen dann, glaube ich. Ja, gut. Ich möchte diesen Invader-Skin haben, auf jeden Fall. Warst schon fast ins Meer rein. Ja, da passiert nichts. Guckt. Hin. Können wir jetzt angeln? Angeln? Ist so langweilig. Angeln ist auch nicht viel lustiger. Pass auf. Wenigstens ist. Guck, jetzt müssen wir warten, bis ein Fisch anbeißt. Da ist einer. Ich werde den noch fangen. Da haben wir einen Fisch. Eine Sardine. Ja, und wieder angeln, wieder auswerfen. Wenn man das so bum bum macht, dann ist ein Fisch dran oder etwas anderes. Hat auf jeden Fall etwas, hängt etwas an unserer Angel. Komm. Und noch eine Sardine. Wieder eine Sardine. Ich glaube, Oh. schon so wieder eine Sardine. Ne, wissen wir noch nicht. Hier sieht man das noch nicht. Das ist ein Thunfisch. Fisch. Habe ich jetzt Lust auf Thunfisch bekommen? Und jetzt guck, Seetang. Sonst können wir daraus auch etwas essen. Das stimmt, das kann man essen. Nicht so lecker, aber man kann es essen. Muss man das IG-Logo Sardine. hochpacken? Gerade war schon wieder so eine Sardine. Ja, kein Problem. Glaube, Sardinen sind das Beste zu fangen. Naja, nicht das Beste, aber gibt es am meisten. Oh. Ein fauler Fisch, der wehrt sich zu wenig. Ich da unten. Hering. Ja. So, angeln wir noch ein bisschen, ist ja erst 13 Uhr. Ich möchte noch bis jetzt nur noch drei Fische angeln. Okay. Hier haben wir eine Seegurke. Eins, jetzt noch zwei, ne? Ich freue mich schon auf unsere Duo-Wins heute Abend, Fabian. Das geht klar. Noch ein Hering. Ein Hering. Riesenhering. 41 cm. Jetzt nur noch eins. Einmal noch.
Ah, da kann man auch mal schon mal ein bisschen einschlafen beim Angeln. Eine Rotbarbe. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir die Fische vielleicht abgeben können im Häuschen, im Gemeinschaftshaus. Dann hast du das auch mal gesehen. Oh, guck mal, hier sind Kartoffeln. Sicher zwei Wins, ja, okay. Also zwei Safe Wins und die restlichen Wins sind dann einfach nur, weil wir so gut sind. Jetzt wieder in die Stadt. Wir sind schon im Dorf hier. Jetzt gehen wir mal ins Gemeinschaftshaus. Noch jemand? Egal, hier wohnt doch eine Emily. Oh, noch eine. Ja. Komm. Blume. Fokus. Gucken wir mal, ob wir hier noch. Ich meine, hier kann man bei den Fischen jetzt was abgeben. So, die Seegurke kann man abgeben. Und wenn man alles abgegeben hat, bekommt man hier eine tolle Belohnung immer. Ne, Flussfische haben wir nicht. Fion, Fische. Guck, kann man nämlich Rotbarbe abgeben hier. Wo ist das keine Rotbarbe? Den Thunfisch. Ah. Jetzt brauchen wir noch die Rotbarbe. Wieso? Sieht doch genau aus wie eine Rotbarbe, aber nur kleiner, ne? Hallo. Fleischfische haben wir natürlich nicht dabei. Fernfisch. Ah, keine Seegurke bei den Spezialitätenfischen dabei. Oh, da sind keine Dinger rum. Alles. Oh, jetzt erinnere ich mich wieder. Wir müssen noch. Kaufen wir schon mal eins. Schokoladentorte gibt es als Belohnung. Schokoladen. Den Rest können wir verkaufen. Wo sind die Busse jetzt? Ja, mitgenommen. Essen wir die oder Nö, ich denke, die können wir noch einfach ein verschenken. Buch? Was sollen wir dann machen? Die können wir gleich im Museum mal abgeben, wenn da noch Platz ist. Bam, bam. So, jetzt können wir erstmal aussortieren. Wir können Rohkost verkaufen, Süßkartoffel, den Fisch. Fische können weg, ja, das kann man das verkaufen, das verkaufen. Schokotorte kann man mal behalten. Da können wir essen. Können wir ja selber essen. Ja. Schokotorte, klares Ding. So. Können wir eigentlich einfach schlafen gehen. Wieso? Guck mal, ist der nächste Tag und hier. Oh, guck mal, hier steht mein Teddybär. Ding, da kann man so Musik mitmachen. Bam, 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 bam. Ab ins Bett. Ne? Schon 5:30, muss schon schlafen. Jetzt war neun Tag. Ein bisschen Geld haben wir verdient. Nicht viel, aber ein bisschen. Besser als nichts. Besser als nichts, ja. Und wieder zu einem Hühnchen. Immer den Hühnchen. Hühnchen. Jetzt sind die Hühnchen ja schon fertig.
Eier abgeben. Jo. Eier weg. In der Verkaufen. Ja, wir sind schon in der Verkauf. Der Verkaufskiste. Und hier könnte man eigentlich ganz viele tolle Sachen anbauen, aber im Winter kann man das nicht machen. Okay, wachsen neue Bäume. Machen wir jetzt? Nicht vorlesen. Nein, das sind meine Lieblingshühner hier. Die besten Namen überhaupt. Also wir können entweder zum Strand gehen oder nochmal in die Mine. In die Mine. Strand können wir mehr Geld verdienen und in der Mine kann man so rumlaufen. In der Mine. Schon wieder ein Buch. Jetzt so dieser zum Museum. Ja, das hat nicht geöffnet jetzt. Du hast doch gerade gesagt, wir sollen in die Minen. Ja. Nur 90. Nee, 90. Oh. Aquamarin, hm? Kann man natürlich jetzt auch ein bisschen haben, guck. So immer graben. Ja, da kann man kommen. Oh, 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 sehr viele schwarze Männer. Machen die Schwarzen. Oh, die laufen ja einfach nur rum. Ist ja eine Mine und da sind einfach so ein paar Monster. Gold holen, da oben. Ja, heute war kein Gold drin. Ist nicht immer das gleiche drin. Bam. Ja, Lava-Katana, das ist toll. Oh. Was ist das? Das ist auch ein kleines Monster. Aber wir haben jetzt zwei Bomben. Jetzt können wir gleich zwei Riesenbomben machen. Bumball. Weg du, weg du. Gucken mal. Wenn gleich viele Steine sind, kann man mal so eine Riesenbombe dann die ganzen Steine verschwenden. Das war auch irgendein komisches Monster. Hier sind viele Monster jetzt. Das ist ja auch schon ab ganz höchsten Stufe. Ja, das stimmt. Da, ein Goldstück. Golderz, ja. Ja. Hier brauchen wir keine Bombe benutzen, das lohnt sich nicht. Um einen Ausgang. Müssen wir noch hoch, wo die Leiter. Ach hier. Zack. Hm. Wieder so ein. Irgend so ein Monster. Ding. Komm. Das ist die Leiter. Gehen wir einfach mal direkt weiter, weil hier können wir die Bombe nicht so cool benutzen. Ja, auch nicht. Die Steine, ne? Mhm. Wir brauchen mal riesen, ganz, ganz viele Steine. Das ist die Leiter. Da gehen wir mal direkt. Auch hier gibt es nur Gegner. Gibt es nur kleine Monster. Hier gibt es gar keine Steine. Hier gibt es nur Monster. Immer wenn das so ganz grün ist, dann gibt es hier nur Monster. Aber dann sind wir sehr gut. Ja, ja, wir machen die fertig. Ah, ja. Ich glaube, jetzt müssen wir alle Monster besiegen und dann kriegen wir den
Nehmen wir die Leiter. Ah, guck, da ist schon Leiter. Nein, warte. Oh. Oh. Da war noch so ein lilaner Kristall. Mal die Bombe reinlegen. Um. Oh ja, alles weg. Wow. Das war krass. Oh. Der Fledermäuse. Fledermaus. Fledermaus, Hilfe. Ist noch so ein Pilz. Ganz schön viele hinter dir. Ja, ja, wir müssen erstmal die Fledermäuse platt machen. Da ist schon wieder so einer. Das ist nicht. Ja, Pilz. Ja, ein bisschen Gold hier. Ah, da ist noch mehr Gold. Sollen wir nicht die Gräser nehmen? Oh. Da ist noch ein Pilz. Dann noch einer. Oh, ja, sind ziemlich viele. Da noch einer roter. Da einen. Und noch zwei nebeneinander. Neben. Da. Und viel. Ja. So, weiter geht's. Können wir dann nicht diese goldenen Steine mal hacken? Aber da kommt nicht immer Gold raus. Aber die Farbe. Schwarzer Mann. Er hat ja keine Chance. Ein Pilz. Gold. Der erste Tag hat im Gold funktioniert. Ja, das ist immer Zufall. Aber das mit den drei Punkten Gold ist kein Zufall. Das gibt, da drin gibt immer Gold. Ne? Ja, ja, das ist immer Erz, da gibt es immer Gold. Ja. Gold. Der Maus. Jo. Bam, bam. Holz mit. Nehmen wir mal mit. Im Kamin. Kann man für alles Mögliche kann man das benutzen. Auch für eine Puppe schnitzen. Gucken, vielleicht sogar für eine Puppe. Hier kann man auch mal angeln. Oh, ist schon 18 Uhr. Gehen wir mal hoch, ne? 18. Da hin. Ja, wir können am nächsten Tag dann nochmal dahin. Guck mal, jetzt wird schon langsam dunkel. Ja. Ich meine den Weg. Ja, den Weg sehen wir immer. So dunkel wird's nicht. So dunkel wie die Nacht. So, einmal wegräumen. Bam. Für morgen. Ja, das sammle ich. Manche Sachen sammle ich auch einfach. Nee, das Erz kommt hier gar nicht rein.
Hier mache ich mal Gold, mal Erz, mal Kupfer. Wofür brauchst du? Ich Goldbarren draus machen und dann kann ich etwas daraus bauen. Goldenes Ding. Ja. Ein goldenes Ding. Auch schon eine goldene Hacke, eine goldene Axt, eine goldene, also Spitzhacke und Hacke habe ich schon in Gold gebaut. Habe ich mir beim Schmied bestellt, wo wir eben schon mal gucken waren. So, ein bisschen muss ich noch. Wenn wir nächstes. Du musst deutlich sprechen, sonst kann man dich nicht hören. Wenn wir dann nächsten, dann den nächsten Tag ins Museum. Wollen wir mal gucken, ja. Aber der macht erst um 9 Uhr auf. Um 8 Uhr erst die. So, wir sind. Wir können jetzt einen Schleimbrotkasten bauen. Eieiei. Ein bisschen komisch. Ganz komisch. Into. So, einmal Hühnchen. Oh, schon wieder Post von irgendwem. Hallo Hühnchen. Gut. Ungewöhnlich großes braunes Ei. Was heißt denn der Lila-Stern? Boah, so ein krasses Ei. 98. Normale Hatte ich noch nie. So ein lilaner Stern, der so hüpft. Iridium-Qualität. Oh, das hatte ich echt noch nie. Wie viel Uhr ist es jetzt? 6:50 Uhr, das steht da oben. Dich gleich. Du musst deutlich sprechen, Emily. Und immer in die Richtung von dem Mikrofon, ne? Sonst kann man dich mal gar nicht hören. Das wäre dann blöd. Okay. Hatten doch schon mal gegraben. Ja, das muss man, kann man jeden Tag neu machen. Wir fahren mal in die Stadt, aber ich glaube, habe ich die ganzen Bücher weggelegt? Wo sind die Bücher? Ja, müssen wir gerade mal gucken. Wir hatten schon mindestens 4 Stück gesammelt. So, was können wir denn gucken? Ich glaube, abgeben können wir nichts. Ja, Schriftrolle auch nicht. Was noch? Eck hier. Quatsch. Ja, stimmt. Die Bücher sind im Museum. Die kann man dann da anlesen, ne? Oder wir haben ja noch so eine Scheibe, die können wir ja abgeben. Können wir mal gucken, ob wir die schon abgegeben Wo sind die Bücher jetzt? haben. Liegen schon im Museum. Also die können wir da noch mal gucken, die uns angucken jetzt. Können wir noch einen Fisch fangen und dann. Ah ne, der hat um 8 schon auf, ne? Aber die, ah, guck mal da oben. Hier sind alle Bücher von
Und einfach mal wegklicken kann. Weiter durch. Oh, und hier ist auch schon so eine Steinscheibe. Aber auch nicht mehr abgeben. Ah. Dann haben wir nichts für ihn. Dann haben wir die Bücher zumindest mal gesehen. Ja. Wir können hier noch ein paar Fische angeln. Jetzt doch Fische angeln wieder? Ja, machen wir am Strand dann am besten. Können wir das vielleicht nicht im Angeln machen? Die ja, ich grab mich bis nach unten und dann können wir angeln. Würmchen, das muss auf jeden Fall mitnehmen. Ja, Gold. Noch mehr Würmchen. Ja. Okay, dann. Wohnt hier. Da wohnt der Angelmann. Habe eine Reise. Ein paar Köder kaufen. Kann man das mal an die Angel dran machen? Hä, wie macht man das denn an die Angel dran? Gleich eins anklicken und dann. Angeln wir einfach noch mal ein paar Fische. Ist jetzt immer noch. Profi ist da. Ja, ich habe noch nie einen Köder benutzt in diesem Spiel, weil ich noch nie so ewig viel geangelt habe. Ist jetzt immer noch Winter? Ja. Und wieso fällt kein Schnee? Es ist, schneit doch nicht immer nur. Bei uns doch auch nicht im Winter. Ja, guck, die Bank da ist ja ganz weiß und das Dach ist auch noch voll Schnee. Auf jeden Fall kann die Bambusstange mit einem Köder umgehen, aber wird auch noch nicht benutzt. Mhm. Und schon wieder ein Hering. Und zwei Hering. Ein Profi-Angler jetzt hier. Schon wieder ein Hering. Ja, es sind gerade viele Heringe hier im Becken oder im Ozean bei uns. Was macht die Frau da? Ein bisschen spazieren nur. Seetang. Können wir auch noch verkaufen. Oh. Ja, der ist runtergefallen. Jetzt gerade nicht wiederholen. Vorsichtig. Das ist nicht Schatz. Ja, aber gut aufpassen, wenn wir die holen gehen. Na, ja. Mit den Füßen. Er setzt sich wieder gerade und ein bisschen zu mir. Dann kann man dich auch besser sehen. Mhm, so ist gut. Eine Sardine und in der Kiste war Kohle und eine Giode. Toll, nicht. Das ist mein Mann. Elliot heißt der, glaube ich. Das ist ein Mann hier, oder? Ah, das ist doch ein Typ. Okay. Elliot, ja. Der sieht aber, der sieht ja aus wie ein Mädchen jetzt hier. Also nicht wegen der langen Haare, sondern dieses Gesicht ist so weiblich.
Butterkuchen, Fabians Mann, der Elliot. Was heißt das E? Oh. E da. Ich sehe kein E. Da, wo? In der Ecke. Der G. Die weg ist, dann müssen wir schlafen gehen, spätestens. Der K.O. Und wir angeln schön gemütlich ein paar Fische. Eine Rotbarbe. Ja, ich freue mich auf heute Abend. Schön zocken noch heute Abend. Drei Fische. Fisch. Tuningfisch. Oh, ein fauler Fisch. Der will sich gar nicht wehren, der ist einfach da. Hering. Fällt mir gerade was ein, ich habe schon wieder Google Drive nicht beendet. Das frisst so viel System, das. Und noch einen, ne? Genau, jetzt ist mein Panda-Kostüm weg. Ah, ja, ich sag, diese 3 oder 15 Tages-Skins finde ich total dämlich. Ja, komm. Eine Sardine, Hallo Elliot, Brudi, was geht? Bye bye. Ja, ich hoffe, dass heute Abend dann wieder ein bisschen mehr los ist. Dann habe ich so am Vatertag vormittags in den Mittag rein. Da sind die meisten beschäftigt. Mal noch, ob da hinten etwas liegt. Manchmal liegen da noch ein paar Sachen rum. Kann man gut verkaufen. Ah, ein Seeigel. Ah, das war's schon. Also ich hoffe, Fabian, dass ich dieses Invader-Kostüm kriege, sonst bin ich ein bisschen traurig. Wer ist Fabian? Der aus dem Chat, der guckt gerade zu und der spielt auch oft mit mir abends. Der Blizzard ist heute Abend schon auch wieder da. Ja, ist doch nice. Allerdings spielen wir nicht sein Game dann. Okay, gehen wir jetzt verkaufen, ne? Packen wir alles in die Tonne. Das Penny und Maru. Emily läuft hier auch irgendwo rum, die wohnt hier auch. Kannst du Emily mir mal zeigen? Ich weiß nicht, wo die wohnt. Sehen wir bestimmt gleich noch. Der Fabian hat gerade geschrieben, hallo, moin, ich bin der Fabian. Weil du ihn ja noch nicht kennst, ne? Hallo, Fabian. So, alles raus hier. Glasscherben-Artefakt. Huh. Okay.
Sind die jetzt verkauft? Ja, die werden jetzt verkauft. Nehmen wir die Fische jetzt bei dieser Dings da ab. Ja. In die Kiste gepackt und dann kommt die eine abholen. Jetzt müssen wir schlafen. Schon dunkel. 6:10. Und im Winter ist immer sehr dunkel, ne? So, wir können jetzt etwas Neues bauen, aber nicht so interessant. Wo ist jetzt diese Schlange? Die müssen wir selber bauen. Aber haben wir noch nicht gemacht. Können wir das mal im Tag machen? Können wir Schleim sammeln? Ja, Schleim sammeln wir mal haben wir schon viel gesammelt in der Mine. Gehen wir noch mal in die Mine. Schleimding. Ah, da brauchen wir aber erst einen Schleimhof für. Und wenn wir einen Hof haben, dann können wir dieses Ding reinstellen und dann können wir kleine Monster da reinstellen. Dann sind das unsere Monster. Ein Schleim. Ja. Kann man bestellen und bauen lassen, aber die sind natürlich sehr teuer. Erstmal hier Gold sammeln. Münzen. Mina. Schleimhof ist unnötig. Ja, ist nur fürs man hat's mal. Nur um es mal gehabt zu haben. Ich glaube, ich hatte ihn auch noch nicht. Hat mich noch nie interessiert. Gehen wir jetzt Fische ab. Haben wir schon gemacht? Guten Morgen, White Trash. Sag mal hallo, White Trash. White Trash. Hello people! So, wir brauchen. Machen wir unseren Steinweg fertig. Und dafür machen wir Steinplatten. Oh, er hat geschrieben, huhu. Weg hier hübsch machen, damit man später besser alles anbauen kann. Weg so hübsch. Sonst kann man später nicht so gut die Sachen da anpflanzen. Bis zu Ende machen. Ja. So. Da sieht das nämlich auch schon wieder viel hübscher aus jetzt. Pistchen. Warum habe ich das jetzt dahin gemacht? Das ist dahin gemacht. Pass ja auf, dass der Papa das richtig macht, sagt der White Trash. Ne? Du musst gut aufpassen, dass wir das hier ordentlich machen. So, jetzt machen wir die Steine mal weg. So. Wir haben schon 25.000 Gold. Das ist gar nicht so schlecht. Hm? So, jetzt kann man wieder irgendwas machen. Ja, ich glaube, Fabian, ich gucke nachher mal, ob ich irgendwo iTunes-Guthaben günstiger kriege. Dann wird es ein bisschen günstiger. Aber ich muss diesen. Es ist das erste Mal, dass ich den ganz dringend haben muss. Jo. Ah. Oh, noch ein Buch. Mit die gleich abgeben. Ja, die sind da jetzt automatisch abgegeben, aber wir können die gleich mal durchlesen. Ja. Weil diesen Invader-Skin in PUBG Mobile, den finde ich so dermaßen cool. Mann, was macht man da mit dem? Doch nur im Weg. Ja, mit dem kann man später fahren. Da kann man in ein anderes Dorf fahren. Gut aufgepasst. Oh. Guck mal, da ist noch ein Ding.
mal mitnehmen und verkaufen. Oh, was ich noch gesehen habe. Hey Würmchen. Wo wollten wir denn hin jetzt eigentlich? Mine. Du musst deutlich sprechen. Die Mine. Schon wieder in die Mine? Ja, ein bisschen. Man kann in die Wüste fahren, ist nicht wirklich ein... Ja, ist schon ein Dörfchen. Vor allem gibt es dann eine neue Mine. Okay, dann vielleicht mal in die neue. Nee, dafür muss man erst viel Geld ausgeben. Okay. Das habe ich leider noch nicht. Und wo sammelt man die Münzen? Ja, indem man die Sachen verkauft jeden Tag. Oh, White Trash. Jetzt was zeigen, wenn der Kampf vorbei ist. Also was heißt Kampf? Also Ruhe haben. Mal die Fledermäuse platt machen. Ja. Oh, die treffen mich andauernd. So. Jetzt mal gut hier. Wo ist unsere Leiter? Ah, so. So, pass auf, Wild Trash. Guck mal, dass ich das in die Kamera krieg. Das ist so ein cooles Fischers Fritze Armband. Hatte ich heute Morgen in meinem Geschenkpäckchen drin. Kennst du die? Fischers Fritze? Muss mal gucken, Fischers Fritze Armband, das ist so ein deutscher Hersteller. Sehr, sehr cool. Nimmst du die goldenen Steine nicht? Das sind auch nur normale Steine, da ist nicht immer Gold drin. Meistens sind da auch nur Steine drin, deshalb muss ich die nicht immer alle mitnehmen. Jo, BG Fabian. Wo ist die Leiter? Oh, vor allem. Ich glaube, wir müssen mal ein Stück. Ein Stückchen Kuchen essen. Aber wir haben auch noch ein paar Bomben. Können wir auch noch hinlegen. Ah, kleine Bomben. Eine große Bombe ist das. Ein Riesending. Wir sind zu wenige Bomben. Ja, das lohnt sich nicht. Ich würde viel mehr gerne wissen, wo denn der... Da geht's runter. Endlich. So, hier sind nochmal. In welcher Stufe sind wir schon? 103, das steht oben links. Na, guck. Was, du bist müde? Beim Gähnen aber Hand vor dem Mund, ne? Bist du müde? Wieso bist du müde? Den ganzen Morgen Elsa-Lieder gebrüllt in ihrem Zimmer. Ihr könnt ausschlafen, aber willst du einen Schneemann bauen? Mir graut's schon vor November, wenn Teil 2 ins Kino kommt. Dann geht das alles von neu los. Wo ist die Leiter? Meine Kleine macht gerade ein Nickerchen. Oh Mann, ich mach gleich auch ein Nickerchen nach dem Vormittagsstream hier.
hier können wir die Bombe reinlegen, denke ich. Meine Stadt wird da. Oh, da ist noch ein bisschen. Ah, da ist die Leiter. Let's go. Ich bin ja schon froh, White Trash, dass ihr mal was anderes auch spielen wollt, als immer nur Super Mario Odyssey. Ach guck, da können wir direkt weitergehen. Aber deine Kleine war auch ein bisschen jünger, ne? Ja, da machen sie noch Nickerchen. Wo ist die Anzahl der, wie viele Sterne du schon hast? 108 haben wir schon gesammelt. 108 Steine. 100? Ja, drei, ja, genau, ja, ja, gut. Mit drei hat sie auch noch Nickerchen gemacht. Aber wir mussten sie irgendwann davon abhalten, weil sie dann abends nicht mehr gepennt hat. Wer hat ein Nickerchen gemacht? Die Tochter von White Trash, die ist 3 Jahre alt und die macht gerade ein kleines Nickerchen. Aber mit 3, da macht man ja kleine Nickerchen. Und mit 30 dann auch wieder. Wobei, ich bin schon mein ganzes Leben so ein Nickerchen-Typ. Grünes Ding. Ja, hatte ich aber lange nicht, ja. Gold, Gold. Ayo, 2 Fledermäuse. Wir machen demnächst noch einen Retro-Abend und mit dem Nintendo Switch Online. Hatte ich jetzt die Tage mal so ein bisschen getestet. Und vielleicht hauen wir auch mal den. Ich habe noch die C64 Mini, SNES Mini und alles oben. Oben meine ich mit auf dem Spitzboden liegen. Wir können da jetzt schon runter. Ach ja, stimmt. Es ist schon 19.30 Uhr. Wir müssen jetzt auch mal weg, ne? Später ins Bett. Ach, wir können ein bisschen später ins Bett nachladen. Wie ich immer. Wie immer. Also manchmal. Ja. Mein Gott. So viele Monster auf einmal. Hä? Geh los. Oh, keine Bombe mehr. Keine ja, jetzt Bombe ist 20:40 Uhr, jetzt gehen wir aber mal. Guck mal, wie dunkel das ist. Und wird schon knapp jetzt. Hoppala. So. Einmal wegpacken. Das kommt hier rein. 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 Das hier. Esst mir selber. Nö. Auf mit auch. Ja. Ach, hier ist noch eine Bombe. Hm. Wird alles verkauft, wir brauchen immer viel Geld. Schokokuchen essen wir selber. Ja, der ist gut, den essen wir selber, ja. Selber, ja. Heute finden sich echt viele von diesen Bomben. Das ist gut. So, jetzt gucken wir mal auf die Uhr, wie lange wir hier schon sitzen. Oh, schon über eine Stunde. Noch ein Tag. Aber noch einen kompletten Tag noch, ne? Wir wollen ja keinen Ärger von der Mama bekommen.
Bin ja heute Abend auch schon wieder online, ne? Ich brauche meinen Vatertags-Bubu-Bau. Mach ich mir einen schönen Kaffee? Schönen Cappuccino? So, einmal Hühnchen. Wie viel Geld haben wir? Aber das steht da oben. Eike. Wow. Über 1000. Du kannst doch so große Zahlen. Wie viel ist das? Habt ihr so große, nee, so große Zahlen habt ihr noch nicht gehabt in der Schule? Bis Ja, das sind 26.000. Und schon ganz schön viel. 20.886 Ja, man hat dich nur nicht gehört. noch mal den Würmer. Da hinten sind noch Würmer. Rosenwürmer, ah, da. Ja, man hat sie leider nicht gehört, ja. Da sind doch Würmer. Würmer. Ist nichts. Okay, zweite Klasse geht nur bis 1000 im Moment. Wusste ich auch nicht. Das geht Du nicht musst so ein bisschen gerade schnell. sitzen bleiben. Du hüpfst immer aus dem Bild raus, ne? Die Kamera ist nicht riesig groß. Kann sie sehen, da vorne. Naja, aber das Bild, guck. Du kannst immer da das Bild kontrollieren auf dem anderen Bildschirm. So, da bist du. Blub, 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 blub. Da siehst du, wenn du zu weit bist, dann gehst du da aus dem Bild raus, ne? Oh, Weihnachten. Da muss man immer ein bisschen aufpassen beim Streaming, ne? Dass man immer gut im Bild sitzt. Ja, wir gehen immer runter, oder? Okay. Die ganze Zeit. Graben ist toll. Da kommt der White Trash. Guck mal, pass auf, ich zeig dir mal. Hat der White Trash hat gesagt, guck mal, hier sind 2 Euro Taschengeld für dich, weil du so toll gezählt hast, weil du schon so gut zählen kannst. Was sag mal? Danke. Vielen Dank. Musste die ganze zweite Klasse in den Pausen im Lehrerzimmer verbringen, oh wei. Gibt es hier am Strand auch Würmer? Manchmal ja. Vielen lieben Dank, lieber White Trash. Zahle ich gleich aus. Kommt in die Sparbüchse. Ja, bei uns ist halt die Diskussion, sie ist ja erst 6 und kommt jetzt ins dritte Schuljahr im Sommer, ne, weil sie also 2 Jahre früher eingeschult wurde. Aber wiederholen oder was macht alles keinen Sinn. Oder noch ein Jährchen länger, weil sie halt alles kann. Keine Panik, hat sie alles von Mama. Ich sehe den Kenji nur im Chat. Einen wunderschönen guten Morgen. Welcome back to the stage of history. Auch wenn wir nur umgraben heute. Aber heute Abend wird wieder geballert. Heute Abend baller ich wieder rum. Spiele ich wieder mein Ballerspiel. Moin, moin. Bist du in der Heimat, Kenji nur? Ja, oder? Oder hast du kein langes Wochenende? Jetzt noch mal 2, 3 Fische angeln. Okay.
Oh, sag mal guten Morgen, Kenji Nu. Guten Morgen. Kenji Nu. Ingenieur. Ja. Er ist Samstag runter, ja, alles klar. Was ist denn hier für ein Quatsch hier? Was sind denn hier für Leute? Was auf dem Tisch steht. Ja, so ein Teppich. Wir wollen da eh nur ein bisschen angeln. Er ist Samstag runter, ja, das ist fein. Also du bist Freitag auf der Arbeit? Was hat diese Frau da gesagt? Keine Ahnung, ich hab's nicht gelesen. Nicht so lustig. Wenn man Eine mal. kaputte CD. Toll. Ich kann dich für 250 € nach Hause schicken, das ist ja toll. Nope, hab frei und werde mich entspannen. Sollen wir Ah. noch mal angeln gehen? Okay. Oh. Wo ist die? Ja, die lassen uns hier gerade nicht angeln, überall. Wir dürfen nicht angeln. Ja, weil hier so ein blöder Markt ist. Ah, hier geht's. Ins U-Boot. Mal gucken, was da ist. Weiß ich auch nicht. War ich auch noch nicht drin. Können wir mal die schönen Fische betrachten? Weiß nicht, ob man damit fahren kann. Gucken wir jetzt mal. Holzstück? Hat noch nicht geöffnet. Erst um 17 Uhr. Okay. Erinnere ich dich gleich daran, ne? Du willst da noch hingehen? Ich will mal da hingehen. Sag mal, Fabian, hast du das auch, dass das Spiel? Ah, ne, du spielst gar nicht auf der Switch. Ah, okay. Aber ich hab, manchmal habe ich wirklich richtige Hänger hier im Spiel. Der Switch. Jetzt gerade. Das hat richtig gerattert. Also, es war nicht die Capture Card, sondern es war tatsächlich das Spiel. Ah, du auch? Moment, White Rush, du spielst das auch auf der Switch, oder was? Das ist überall so. Ah, okay. Ja, sicher, sagt da immer. Wieso haben wir das noch nicht zusammengespielt? Uhu, Flower Panda Fay. Ich habe das mit den Lags auch schon festgestellt. Dachte, dass es meine Konsole wäre. Ich hatte jetzt gedacht, das wäre so ein Switch-Problem, aber scheinbar ist das übergreifend so. Ja. Glaube, das ist besonders hier am Strand. Ist immer mal da jetzt gerade wieder. Noch ein bisschen Fische angeln. Ja, wir gucken mal hier hinten, ob wir hier angeln können. Hier Scheint gibt es tatsächlich nicht. nicht. Das liegt definitiv nicht an deiner Konsole. Das definitiv nicht. Also, ich habe das am Strand, habe ich das besonders viel. Ja, ein bisschen nervig. Mir jetzt so gut. Aber ich sollte doch gerade fischen. Du musst dich schon Okay. entscheiden. Wir können ja nicht alles gleichzeitig machen. Wir gehen jetzt mal zum U-Boot rüber. Ich habe das immer bei mir im Dorf. Also ich habe das tatsächlich überall schon festgestellt. Aber am Strand hier, wenn ich umgrabe, also wenn ich die Neuner-Dinger um, also neun umgrabe, habe ich das recht häufig. Dass es danach immer mal so komisch hängt. Ich hatte es erst nur auf die Switch geschoben, weil die hat ja immer schon mal so ein paar Problemchen. Doch, hier ist U-Boot. In welchem Jahr bist du? Ist noch das erste Jahr. Wir haben gerade zusammen neu angefangen. Kapitän, willst du auf eine Tiefseeangeltour gehen? 1000 Gold! Wie, du kannst nicht alles gleichzeitig. Was ist denn da los? Ja. Was kostet 1000 Gold für eine Tiefseeangeltour? Machen wir mal. Ach so, jetzt können wir dann hier angeln.
Ah, hier kriegen wir dann so spezielle Fische. Jetzt mal ein bisschen angeln hier, ne? 1000 Goldstück. Jetzt haben wir 75.800. Ach du Schande. Was sind das für krasse Fische hier? Ja, den konnte ich gar nicht fangen. Hatte ich gar keine Chance. Vielleicht angelt so ein Exoten. Ja, wenn ich überhaupt was kriege hier unten. Eine Meerjungfrau habe ich gerade gesehen. Oh, das ist cool. Ich bin auch das erste Mal hier unten. Normalerweise gebe ich nichts auf irgendwas, was außerhalb meines Hofes passiert. Wer singt da? Ist das nur Musik? Wir haben einen mitternächtlichen Tintenfisch. Auf jeden Fall cool. Vielleicht haben wir irgendwas, was wir im Gemeinschaftshaus abgeben können. Wir haben einen Gruselfisch. Der sieht doch echt nicht komisch aus, ne? Kannst du mir einen Tipp zum Angeln geben? Ich schaff das nie. Ich habe noch die erste Angel. Was schaffst du denn nie? Das Einfangen oder das... Auch auf der Switch, ne? Weil die sind natürlich auch hier echt tricky und fies, die Fische hier gerade. Ja. Noch ein großer Fisch. Das Fangen selber. Also auf der Switch, also ich mache so, dass ich direkt nach dem Auswerfen den der Y wieder gedrückt halte, damit ich nur loslassen muss. Aber das macht vermutlich jeder so. Und dann spiele ich immer so ein bisschen mit diesem Knopf einfach. So, jetzt das war ein doofer Wurf. Jetzt halte ich wieder gedrückt. So eine kleine. Ja, ich habe schlecht geworfen. So, jetzt halte ich wieder gedrückt. So, ja, Seetang, okay. Yeah, Seetang. Yeah, Seetang. Nur gibt es so viele Seetang. Das ist wirklich Quatsch, ne? Yeah, Seetang. Zum Einholen muss man Y drücken, genau, aber ich lasse es dann, ne? Wieso? Ich trigger das immer so ein bisschen. Wieso gibt es da schon? Drück. Damit man es stabil hält, möglichst schnell runterkommt. Ne? Drück. Wenn du gedrückt hältst, fährst du hoch und wenn du loslässt, fährst du halt runter mit einer gewissen Trägheit. Und zwischendurch muss man halt auch schon mal so ein bisschen getriggert halten. So ein bisschen triggern. Boah, was ist denn das, ey? Und das ist jetzt einer von denen, die wird. Ja, keine Chance. Also du musst halt zum Einholen immer wieder Y drücken, aber wenn du es gedrückt hältst, fährt er halt komplett hoch. Und wenn du es auf einer Ebene halten willst oder so ein bisschen rauf runter halten willst, dass du flexibel bist Trigger, mit Trigger meine ich, immer wieder so drücken. Bam, 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 bam. Also du hältst gedrückt. So, ne? Du hältst quasi gedrückt. So, ne? Also ich drücke jetzt natürlich nicht, aber sagen wir mal so. So, du hältst gedrückt. Dann bleibst du, dann fährt das Ding immer hoch. Beim Loslassen fährt er runter. So, wenn du jetzt aber halten willst auf einer Ebene, immer so ein bisschen auslösen, so ein bisschen triggern. So. Und je nachdem, wie lange du dieses hältst, ne, du kannst auch ein bisschen länger und dann babam, babam, babam. Dann kannst du dann auf einer Ebene halten und kannst super schnell reagieren, ob du jetzt runter oder hoch musst. Das ist
Ist ein bisschen Übung und hol dir relativ schnell dann von dem Typ die nächste Angel. Ja, Seetang. Seetang ist nicht lustig. Also hätte ich meine zweite Kamera schon aufgebaut, könnte ich es dir besser zeigen. Dann habe ich. Ich baue das die Tage mal auf, wenn wir dann nochmal sowas hab. Ab Level 2 bekomme ich die Angel. Ich bin nicht sicher, ab welchem Level man die Angel bekommt tatsächlich. Ich bin irgendwann einfach hingegangen und habe sie mir einfach gekauft bei dem, in dem Shop. Behältst du das einfach nicht die ganze Zeit? Wenn ich die ganze Zeit gedrückt halte, dann kann ich den Fisch nicht fangen, dann fliegt das immer nach oben. Bis heute Abend, bin jetzt weg. Tschö, Buddhogun, Fabian, bis heute Abend. Dann werde ich mal zu ihm gehen. Einfach mal gucken gehen. Ich habe nicht darauf geachtet, ob wann man das kriegt. Ich laufe dann einfach rum, bin reingegangen. Oh, so, guck mal hier, die Glasfieberangel. Heute Dienstag, der 16. Ja, im Spiel. Und schon sehr spät. Ich denke, nach dem gehen wir mal hoch, ne? Oh, ja. Müssen wir mal hoch, immer schon sehr spät. Mal gucken, für wie viel man jetzt diese Fische verkaufen kann. Hüpst wieder immer aus der Kamera raus, ne? Muss man einfach mal hingehen und mal einen schönen guten Tag begrüßt haben. Oder wen wir noch nicht begrüßt haben, hallo. So, ich habe jetzt auch keine Lust mehr zu laufen. Das heißt, wir bezahlen jetzt nochmal 250 G. Also hier einfach bei dem Yogi. Leider zu. Gucken, wie viel Kohle die jetzt gebracht haben. Ja, nee. Ja, 25.000. Hm? Ja, die Fische, das war nichts. Schlechte Runde, nur 46 eingebracht, 1.000 gekostet, also Minusgeschäft. Insgesamt haben wir aber 3.792 verdient wieder, ne? So, bam, bam. Und jetzt machen wir auch Schluss. Wir haben gesagt, ein Stündchen machen wir. Jetzt haben wir sogar ein bisschen länger gemacht. So, weil du kriegst nämlich bei dem dann hier diese Fiberglasangel. Die ist dann schon deutlich einfacher zu nutzen. So. Und mit diesen Worten schließen wir dann unseren unseren Mittagsstream. Stardew Valley, Vatertag. Alkalito, Emily und Gugugu, wo ist er? Wo ist Gugugu? Guck mal, ich mach dir mal in die Kamera. Hier ist. Oh, warte, ich mach mal. Hier steht doch auch genau so. Das ist Gugugu, das Erdmännchenmädchen, und hat auch eine kleine Kette an, auf der steht Gu. So. So. Immer gerne, Flower Panda Fi. In diesem Sinne sage ich bis heute Abend, spätestens 19 Uhr bin ich da, vielleicht heuer sogar ein bisschen früher. PUBG Mobile heute Abend und ansonsten bleibt es bei 19 bis 22 Uhr täglich, montags bis freitags, samstags in der Regel die Vormittagsstreams und sonntags normalerweise Familientag, aber auch da gibt es den ein oder anderen Stream. Und wir sagen tschö, ich sag bis heute Abend und Emily sagt tschö. Sagst du tschö? Tschüss. Da, so winken, dass man deine Hand sieht. So? Tschüss. Yeah. Bye, bye. Tschö mit Ö. Wir sind raus.